Mein Name ist Inge Rehak, ich bin Medium und Mentorin und ich will heute über das Thema sprechen, das wirklich nicht so einfach ist, in Form zu bringen, was in der Natur der Sache liegt, nämlich das Thema, wie ist das denn so in der geistigen Welt? Das heißt, mir begegnen oft Fragen, ich habe oft Gespräche, wo ich merke, okay, es fällt vielen Menschen schwer, sich davon so ein bisschen eine Vorstellung zu machen, wie es denn in der geistigen Welt ist. Und das hier, heute, jetzt, ist mein Versuch, eher ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Dunkel ist es dort nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Das hier ist mein Versuch und hier kommt gleich rotes Ausrufezeichen, Warnung. Ich spreche ausschließlich aus meiner Erfahrung. Ja? Und ich denke, zu dem Thema kann jeder nur aus seiner Erfahrung, Beobachtung sprechen oder das wiederholen, was man von anderen gehört hat. Ja? Also ich beziehe mich hier auf meine Erfahrung und wenn das jemand anders erlebt oder anders sieht, ist das völlig in Ordnung. Ja? Ich habe hier nicht das Monopol auf Wahrheit oder Exklusivität oder so. Alles gut. Also, zuerst mal kurz meine Definition der geistigen Welt, so wie ich es meine, wenn ich diesen Begriff nutze. Und die geistige Welt umfasst für mich in dem Fall lichtvolle Wesen, himmlische Wesen, Engel, aufgestiegene Meister, Göttinnen, Geistführer, unsere lieben Ahnen, umfassen Krafttiere, umfassen Einhörner, Drachen, diese Wesen, das und so weiter. Ja, du weißt, was ich meine. Also Wesen, mit denen wir uns vielleicht gerne verbinden wollen, um Botschaften, Informationen, Erkenntnisse, aber auch energetisch Bewusstseinsentwicklung, Bewusstseinswachstum und auch Heilenergien erkunden wollen, erfassen wollen, bekommen wollen. Heute habe ich ein paar Hänger. Verzeihung. Ich kann nicht mal Verzeihung richtig sagen. Was ist los? Was ist das heute mit mir? Okay, das meine ich mit geistiger Welt. Ich bin dankbar, wenn ihr großzügig seid. Ja, wenn ich mich ein bisschen verhaspel. Aber ich will auch nicht das zu perfekt zusammenschneiden, weil ich finde, dann geht die Lebendigkeit ein bisschen verloren. Ist zumindest meine Sichtweise. So, deshalb gibt es manchmal Versprecher. Geistige Welt habe ich definiert, was ich damit meine. Wie sieht das jetzt dort aus? Oder wie sieht das aus? Ist auch schon wieder falsch. Es ist wirklich schwer, darüber zu sprechen. Ich sag mal, was es nicht ist. Ich sag mal, was die geistige Welt nicht ist. Sie ist nicht ein Ort, der einfach ein Spiegelbild der Erde ist. Sie ist nicht ein Ort, wo bewertet wird, wo es Hierarchien gibt, wo Raum und Zeit eine Bedeutung haben. Sie ist nicht ein Ort, wo Aussehen eine Bedeutung hat oder sehr, sehr viel geringer als bei uns. Und das Wichtigste ist vielleicht hier wirklich Raum und Zeit. Also wir können uns das so vorstellen, dass geistige Wesen da und dort gleichzeitig sein können. Also es ist nicht so dieses westliche Weltbild von entweder hier oder da, entweder jetzt oder später, entweder Vergangenheit oder Gegenwart, sondern es ist so viel parallel, vielschichtig, gleichzeitig möglich. Das ist vielleicht die wichtigste Information. Das heißt, wenn du Erzengel Gabriel rufst, weil du ihn um Hilfe bitten willst und genau gegenüber von dir am anderen Ende der Erdkugel, wo auch immer das ist, ruft auch jemand Erzengel Michael, null Problemo. Ja, er kann an beiden Orten gleichzeitig sein, weil Zeit und Raum und wie nennt man das, Ausschließlichkeit nur hier und nirgends anders in der geistigen Welt nicht existiert. Es ist auch aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nicht möglich, ein lichtvolles Wesen der geistigen Welt zu kränken oder zu beleidigen. Ich rate dir dringend ab, das zu tun. Ich als Mensch, ja, ich finde es nicht in Ordnung. Aber ich habe es auch noch nie erlebt und ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mein Geistführer irgendwann sagen würde, so,
du hast jetzt das und das gemacht und ich schmolle jetzt und ich bin jetzt bockig und so schnell helfe ich dir nicht weiter. Ja? Oder du hast zu oft gefragt, du hast meine Botschaften nicht angenommen oder umgesetzt. Also ein Groll, Wut, das habe ich noch nie erlebt und das kann ich mir nicht vorstellen. Was schon passieren kann, ist, dass die geistige Welt, mit der du, dein geistiges Team, mit dem du arbeitest, sich ein Stück weit zurückzieht, wenn die sehen, ey, das interessiert denjenigen eh nicht oder es kommt eh nicht zur Umsetzung, dann kann es sein, dass es ein bisschen weniger wird, bis du wieder bereit bist, so ganz in der Medialität zu sein und auch in der Umsetzung der Botschaften, der Aufgaben und so weiter. Ja, also da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Du musst kein perfekter Mensch sein, um überhaupt das Recht zu erlangen, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Denn sind wir uns ehrlich, wo ist denn der perfekte Mensch? Ich habe ihn noch nicht getroffen und ich bin es auch ganz sicher nicht. Ich habe wie jeder Mensch meine Schatten, Blockaden, Herausforderungen und arbeite an mir. Ja, das ist alles. Denn so lichtvoll die Medialität ist, so sehr gehören auch die Schatten zu unserem Leben und auch die müssen angeschaut werden, bearbeitet werden, selbstverständlich. Ja? Lässt sich aber mit der Medialität verbinden, das ist das Geniale dran. Also du musst nicht irgendein spezielles Level erreichen, um die Urkunde zu bekommen, du darfst jetzt mit der geistigen Welt offiziell kommunizieren, weil du, was weiß ich, 50.000 Stunden Meditationspraxis hast oder, keine Ahnung, irgendwelche Definitionen runterrattern kannst oder ähnliches. Das ist nicht der Fall. Du kannst immer und jederzeit genauso, wie du jetzt bist und wer du jetzt bist, ist es möglich, in Kommunikation zu gehen. Natürlich gibt es da tonnenweise Dinge, die gut sind zu wissen und die gut sind zu verstehen, einfach um deinen Weg leichter machen zu lassen. Deswegen kreiere ich ja diese ganzen Kurse und Ausbildungen, um dir deinen Weg zu erleichtern. Und auch, weil es mir großen Spaß macht, das weiterzubringen und zu teilen. Und auch, weil ich es als meine Berufung erkannt habe. Ja, das ist mein Beruf, das ist meine Berufung. Und das ist mein großes Glück, dass ich diese zwei Dinge zusammenbringen konnte. Das heißt, du brauchst keine Voraussetzungen, es wird niemand beleidigt sein oder wütend sein. Du brauchst nicht darauf achten, ah, Erzengel Michael ist jetzt vielleicht gerade da oder oh Gott, was ist, wenn noch jemand meinen Geistführer hat, dann hat der für jeden von uns nur halb so viel Zeit. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Ich habe auch die Sichtweise, und ich wiederhole nochmal meine Erfahrung, meine Sichtweise, dass wenn jemand, der uns nahe stand, verstorben ist, dass wir den auch kontaktieren dürfen, ohne dass wir ihn in seiner Entwicklung zurückhalten. Ich halte es nicht für möglich, dass wenn wir als trauernder Mensch oder als Medium, zu dem ein trauernder Mensch kommt, für eine Sitzung zum Beispiel, uns mit jemandem verbinden können aus der geistigen Welt, aus dem Jenseits, und dabei den stören in irgendwas, halte ich überhaupt nicht für möglich, ist mir auch noch nie begegnet. Warum? Weil die ja auf einer höheren Schwingung sind als wir und so viel Macht haben wir nicht. Das ist meine ganz plumpe Sichtweise dazu, ja. Beziehungsweise, wenn die nicht wollen, kommen sie ja eh nicht. Ja, da ist nicht irgendjemand im Jenseits, hat gerade die fantastischsten, unglaublichsten Entwicklungssprünge in seiner Seele und plötzlich wird er so abgezogen, weil da unten irgendjemand sitzt und sagt, ach Oma, wie geht's dir denn? Ja, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Aber wenn du es anders siehst, sehr gerne. Ich bin da relativ entspannt damit, ja, wenn andere Menschen andere Sichtweisen haben. Gerade in der Medialität lässt sich es auch nicht wirklich vermeiden, wie auch in anderen Dingen. Im Leben von uns Menschen ist es gut, wenn man eine gewisse Toleranz aufbringt. Auch das habe ich zu einem guten Teil durch meine Medialität gelernt. So, jetzt überlege ich nochmal kurz, ob mir noch was Wichtiges einfällt, was hier zu sagen ist. Genau, das Aussehen wollte ich noch ansprechen. Und zwar
zeigen sich geistige Wesen oft schon in einer Gestalt, oft sogar in einem menschlichen Körper. Aber das heißt nicht, dass die immer so sind. Die können sich auch ein bisschen verändern und die können auch eine Form annehmen, einfach in der sie sich wohlfühlen. Und oft sehe ich geistige Wesen eher als eine energetische Sphäre. Ja, wie so eine Wolke, die aber keine starke Abgrenzung hat, sondern die so sphärisch ist. Ja, keine Kugel, sondern wo die Übergänge miteinander ein bisschen lockerer sind oder verschwimmen. Und ich erkenne die geistigen Wesen oft an der Energie wieder. Und genauso macht es für mich auch Sinn, wenn das in der geistigen Welt abläuft, dass es da nicht um Aussehen geht und schon gar nicht darum, wie heißt du, sondern dass man sich ja ohnehin an der Energie erkennt, an der Schwingung erkennt und damit weiß, ob und wenn ja, wie man in Kooperation, in Zusammenarbeit kommen möchte. Ja, das spielt ja da eine Rolle und so erkenne ich die Wesen meines geistigen Teams auch hauptsächlich an der Energie und nicht so sehr am Aussehen, weil manche zeigen sich einfach nicht so, dass man sagt, ah, okay, blaue Augen, bunten Irokesenschnitt oder Mönchskutte oder was auch immer, ja, sondern eben anders. Also das hier, das ist jetzt nicht so, das sieht so aus, das sieht so aus, das sieht so aus, sondern Wesen in der geistigen Welt können aus meiner Sicht sich selbst eine Gestalt erschaffen, in der sie sich wohlfühlen oder, was auch häufig vorkommt, in der sie glauben, dass die Menschen gut damit umgehen können oder der Mensch, für den sie da sein wollen. Ja? Engel können sich ganz kitschig zeigen mit ja, Pausbacken und schillernden Flügeln oder auch ganz anders. Und das hat oft mit dem Empfänger zu tun, mit dem Menschen. Was bin ich bereit zu sehen, anzunehmen? Und manchmal kann es auch dann zu einer Überforderung kommen, wenn ich mir denke, ups, das überfordert mich gerade, was ich hier sehen oder wahrnehmen kann. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ja, auch das kann vorkommen und kann geschehen. Also stell dir die geistige Welt viel freier vor, mit viel weniger Einschränkungen. Raum und Zeit spielen nicht so eine Rolle. Aussehen spielt nicht so eine Rolle. Hierarchien spielen keine Rolle. Bewertungen, Emotionen, also dieses, du weißt schon, beleidigt sein, enttäuscht sein, wütend sein, spielen keine Rolle. Das heißt, das ist das Schöne an dieser Welt, ja. Das ist das Fabelhafte, dass es so stark um Schwingung geht, um Energien geht, die um Feinstofflichkeit geht und da ist einfach viel Bewegung, da ist viel Freiheit drinnen und da können wir uns viel, was dort geschieht, gar nicht so gut vorstellen als Menschen. Und das war jetzt hier mein Versuch, es dir ein Stück weit näher zu bringen, wie es aus meiner Sicht ist und ich freue mich, wenn du mir in die Kommentare reinschreibst, hier unter das Video, schreib mir einfach rein, ja, sehe ich genauso oder nein, sieht für mich anders aus oder nein, erlebe ich anders oder ja, kann ich mir auch vorstellen. Schreib mir rein, ja oder nein und dann noch vielleicht einen halben Satz dazu. Finde ich spannend, wie es für dich ist, beziehungsweise spannend für alle Zuschauer, um ein paar weitere Gedanken und Ideen zu sammeln, ein paar andere Sichtweisen und vielleicht Ergänzungen oder auch konträre Sichtweisen. Das würde mich freuen, wenn es hier unter dem Video stattfindet. Ich schaue da auch immer wieder mal rein. Also seid ihr hier nicht auf euch gestellt, sondern ich bin auch da. Und ich freue mich natürlich, wenn du sagst, hey, Medialität ist meins. Ich tauche da ein, ich mache da mehr dazu und ich nehme das jetzt wirklich ernst und ich nehme mir Zeit und ich nehme mir Raum dafür und ich bin bereit zu investieren, dann hätte ich jetzt, wenn du dieses Video gerade beim Veröffentlichen schaust oder kurz danach, jetzt am 17. Februar 2022, das ist der kommende Donnerstag, startet meine neue Live-Runde vom Ausbildungspaket, wo wir gemeinsam durch drei große Kurse durchgehen, uns durcharbeiten und hier gemeinsam wirklich tief in die Medialität eintauchen. Ich
Liebe es dir, dabei Begleitung zu sein. Ich bin gern für deine Fragen da. In der Gruppe hast du auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Miteinander in den Live-Calls, in der Facebook-Gruppe. Und du hast natürlich die Kursplattform mit den ganzen Inhalten und den Workbooks. Und da hast du dann sogar die Möglichkeit, Zertifikate zu bekommen, wenn du dich reinkniest, wenn du die Arbeit machst und das mit mir teilst, damit ich auch sehen kann, wie du auf deinem medialen Weg vorankommst, wo du stehst, beziehungsweise wo noch was gebraucht wird, wo noch was ausgebildet werden möchte. Wenn es dich interessiert, schau rein auf mein Ausbildungspaket Medialität und dann sehen wir uns vielleicht schon am Donnerstag im Live-Call in der Gruppe. Würde mich freuen. Hab eine schöne Zeit, hab's gut, genieß deine Medialität, erfreu dich dran, erkunde, erforsche, sei kreativ und hab Spaß. Ciao.